Hallo meine Freunde, heute geht es um die Schnitte, die Linienführung und die Silhouette des Soft Gamin Typen. Und das ist mittlerweile das 11. Video dieser Videoserie und wenn ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und falls ihr neu hier seid und euch jetzt fragt, was Kibbe eigentlich ist, das Kibbe-System ist ein System, das auf Yin und Yang basiert und auf diese Weise betrachten wir den Körper und unsere Kleidung ein bisschen anders. Also wir wollen nicht irgendetwas kaschieren oder unseren Körper verändern, sondern im Einklang mit unserem Körper ja, leben sozusagen, die Sachen stylen, Kleidung aussuchen, die einfach wirklich zu uns passt. Und starten möchte ich wie immer mit den Attributen. Okay, was die Attribute für den Soft Gamin angeht, so hat er geschrieben, dass wir nach klaren Kurven mit scharfen Kanten Ausschau halten. Wir sind hier bei dem Soft Gamin wieder bei diesem Typen, der aus Gegensätzen besteht. Nur hat man hier die Tendenz zu der Yin-Seite, also mehr Softness, mehr Femininität und so weiter. Deswegen die Kurven aus dem Yin und die scharfen Kanten aus dem Yang. Außerdem hat er auch geschrieben, dass gerundete Formen, die ebenmäßig sind, gut sind. Und wir suchen auch nach bauschigen Formen, nach Ovalen, Kreisen, Ellipsen und auch nach klobigen Wirbel- und Tränenformen. Das sind alles so Beispiele. Und ich habe auch nachher richtig tolle Beispiele, gerade auch so für diese Tränenformen. Da gibt es richtig tolle Schnitte dafür. Und außerdem suchen wir auch nach klaren Bündeln und Ansammlungen und außerdem auch nach lebhaften, unterbrochenen Silhouetten. Da habe ich auch nachher ein richtig tolles Beispiel für einen Pulli. Und dann hat er auch geschrieben, eine gebrochene, kurvige Linie ist sehr schön oder scharf verjüngende Umrisse. Das ist auch so etwas, was mit der Träneform in Zusammenhang steht. Vor allem die verjüngenden Umrisse an der Taille, am Kragen und auch am Ärmelsaum und auch kleine Drapierungen, die sind auch sehr schön. Und was das Outfit angeht, so hatte er geschrieben, dass Einzelteile von Kopf bis Fuß gedacht werden sollten. Also es ist schon okay, Einzelteile zu verwenden, aber man sollte schon aufpassen, dass man die trotzdem von Kopf bis Fuß denkt. Es geht mehr so in die Richtung, dass man ein Thema überall mal auftauchen lässt. Zum Beispiel Farbe oder Muster oder Stoff. Es muss kein monochromes Ding sein. Es muss auch auf gar keinen Fall eine ununterbrochene Silhouette sein. Wir wollen die Silhouette unterbrechen und unterteilen, aber trotzdem wollen wir kleine Stückchen immer mal wieder irgendwo auftauchen lassen, zum Beispiel in der Hose, irgendwas an der Farbe oder irgendeine Art Drapierung. Das gleiche dann am besten irgendwo am Pulli, eine Farbe, die auch da auftaucht oder ein Muster, was auch da auftaucht, sowas in der Art. Also ist es so, wenn wir Jacken suchen, dann am besten Modelle, die kurz und gut geformt sind und auch viele Details haben und viel Verarbeitung haben. Die Taille sollte immer betont sein. Es ist cool, wenn es irgendwie eine Cropped-Jacke ist, aber es muss nicht unbedingt cropped sein. Hauptsache, es ist eine kürzere Jacke. Und wenn es eine etwas längere Jacke ist, dann am besten in Kombination mit einem klaren Schößchen, also jetzt nicht irgendwie ein Schößchen aus Spitze, wo sehr viel passiert, sondern eher so ein bisschen ebenmäßig und klar. Wie gesagt, es sollte eine sehr gut angepasste Jacke sein und cool ist auch, also wir haben ja vorhin auch gesagt, viele Details, viel Verarbeitung. Wenn hier Kontrastnähte auftauchen, ein engerer Ärmelsaum oder Details an der Schulter. Hier im ersten Beispiel für die Jacken habe ich einen Blazer rausgesucht. Auch die Farbe finde ich richtig toll, weil Gelb hat immer sowas sehr Lebhaftes, sehr Frisches an sich und für dieses Thema, für diesen Typen besonders gut geeignet. Jedenfalls ist es ein Blazer und ich fand gerade diese Variante besonders gut, wegen dem Gürtel, der hier eingesetzt wurde, denn erstens schafft er noch mehr Taillenbetonung und die wollten wir ja bei den Jacken unbedingt haben und zweitens schafft er auch eine Art Kontrast, also er gibt noch mehr Details, noch mehr Leben rein und wir haben hier die Silhouette, die so nochmal unterbrochen wurde, also das ist richtig, richtig cool. An sich ist das eine eher kurze Jacke, die angepasst ist. Und die zweite Jacke, die ich rausgesucht habe, ist eine Lederjacke, die ja immer irgendwie angepasst sind. Deswegen ist das immer eine gute Idee, sich sowas auszusuchen.
Auch hier haben wir die Taille etwas betonter und viele, viele Details und viel Verarbeitung. Also unfassbar viele Nähte, Doppelnähte, Nieten, Reißverschlüsse, sehr viele Details, gerade so am Saum auftauchen, so ein bisschen gürtelartig, auch so ein Gürtel am Halsausschnitt. Also da passiert sehr viel und die Jacke ist sehr gut angepasst. Und im dritten Beispiel habe ich gleich zwei Jeansjacken rausgesucht. Einmal eine etwas längere Variante, die aber trotzdem angepasst ist und auch sehr gut verarbeitet ist. Deswegen wollte ich die auch mit reinnehmen. Und einmal eine Cropped-Variante, also wirklich verkürzt. Wir haben ja vorhin auch gesagt, Verkürzungen sind cool, wollen wir hier haben. Und gerade so was Kurzes steht besonders diesem Thema besonders gut, weil es eben sehr, sehr frisch und energiegeladen aussieht. Und im letzten Beispiel, da war ich mir erst unsicher, ob ich so eine Sorte Jacke mit reinnehmen sollte, aber dann habe ich das doch gemacht und das können wir jetzt einfach gemeinsam mal hinterfragen. Das ist eine längere Variante und bei längeren Varianten hatte er ja geschrieben, hätte man eher so ein Schößchen, ein klares Schößchen drinnen. Dadurch, dass das hier mit dem Gürtel so betont wurde, also wir haben die Taillenbetonung auch drin, finde ich, geht das schon mehr so in diese Richtung Schößchen, weil es nach unten hin wieder ein bisschen breiter und ein bisschen voller wird. Aber das ist hier nur angedeutet. Und wie gesagt, ich fand die Ärmel auch sehr interessant, weil wir da sehr viele Steppungen haben. Auch da wieder viel Verarbeitung. Und man beachte auch den Stoff selber. Also der Stoff ist nicht fließend, sondern er ist so ein bisschen fester, crispy und kann eine definierte Form halten. Und da komme ich auch später nochmal dazu, wenn wir über Stoffe reden. Das war auf jeden Fall vom Stoff her sehr, sehr passend. Und trotzdem ist da eine leichte Drapierung drin, eben durch den Gürtel. Und deswegen dachte ich, diese Variante ist auch sehr passend. Okay, was die Röcke angeht, so hatte er geschrieben, sollten diese kurz, gut geformt und verarbeitet sein. Auch die Taille sollte gut definiert sein, meistens durch kleine, klare Raffungen. Kann aber auch ohne sein, Hauptsache die Taille ist eben definiert. Ein gerader Rock oder die Variante eines geraden Rocks wäre eigentlich ein Tulpenrock, also nach unten hin ein bisschen enger und das hätte dann die Knielänge. Und wenn es ein etwas längerer Rock ist, dann sollte dieser am Knie ein bisschen enger sein und zu einer sanften Trompete auslaufen. Am besten in Kombination mit einem Schlitz und die Länge Mitte Wade. Und das hatten wir schon mal irgendwo gehabt. Ich habe auch gleich das gleiche Beispiel rausgesucht. Außerdem hatte er geschrieben, ein asymmetrischer Saum ist sehr interessant. Dieser sollte dann über dem Knöchel sein, also der Knöchel sollte zu sehen sein. Und auch einfach Varianten, ne? Bauschige Röcke hat auch geschrieben, sowas in Richtung Prinzessin passt sehr gut. Da habe ich auch gleich noch eine moderne Variante davon. Und vertiefte oder ganz tiefe Volants, die irgendwo am Rock auftauchen, auch sehr cool. Genau, und da habe ich im ersten Beispiel eine Variante dieser sanften Trompete für euch rausgesucht. Wie gesagt, das hatte ich schon mal gezeigt, diesen Rock. Finde ihn aber auch hierfür sehr passend. Hier haben wir die Länge ungefähr bis zur Wade. So ein bisschen länger könnte der Rock sein. Wir haben auch den Schlitz hier drinne, was richtig cool ist. Wie gesagt, das wäre jetzt so diese Länge-Variante. Der nächste Rock ist eher kurz, hat auch eine sehr definierte Taille, eben durch die Raffungen, die wir hier haben. Hat auch ein bisschen mehr Spiel, finde ich eigentlich richtig hübsch, diesen Rock. Und die dritte Variante ist auch kurz, gut angepasst. Und das wäre die Variante der Tulpenform. Also das wäre so der gerade Rock, der eigentlich keiner ist, sondern eher die Tulpenform. Hier ist es ja sehr, sehr eng gehalten, weshalb das dann eben zu dieser Tulpenform kommt. Es kann aber auch ein bisschen locker geschnitten sein und nach unten hin einfach ein bisschen enger zulaufen. Und der letzte Rock ist jetzt dieser bauschige Rock, der so ein bisschen Richtung Prinzessin geht, hier aber modern und nicht zu so heftig, finde ich. Und gerade auch so das Moderne kommt da aus dem Stoff, weil der Stoff so ein bisschen markanter ist und wie gesagt, jetzt auch von der Farbe her schwarz, jetzt nichts Pinkes oder so, jetzt nicht wirklich super Prinzessin, sondern einfach nur so angelehnt. Die Hosen sollten sehr gut angeformt sein und die Taille auch zeigen, indem kleine Raffungen oder sanfte Falten an der Taille auftauchen. Am Saum sollte diese Hose ein kleines bisschen enger zulaufen, der Knöchel am besten sichtbar.
Deswegen hat er auch geschrieben, verkürzte Styles, also ruhig auch etwas kürzeres, Skinny-Hosen oder auch Capri-Hosen fand er sehr passend. Und auch hier habe ich im ersten Beispiel eine Hose rausgesucht, die eine Taillendefinition hat. Das war ihm ja sehr wichtig. Auch da ganz feine Raffungen hat man auch hier an der Taille und auch unten am Saum. Und am Saum ist diese Hose auch ein kleines bisschen enger. Und die nächste Hose hat sehr, sehr ähnliche Attribute. Auch die habe ich, glaube ich, schon einmal gezeigt. Passt aber diesem Typen auch sehr gut. Das ist eine sehr gut angepasste Hose, auch eher schmal gehalten. Und hier beachtet man am besten den Stoff, der eher steif ist, was ein bisschen besser ist für diesen Typ. Aber da kommen wir gleich nochmal zu den Stoffen später. Und wir haben auch hier die feinen Falten. Und die dritte Hose ist eine Skinny Jeans und diese ist besonders gut für diesen Typen. Gerne auch stark verarbeitet mit viel Waschung, mit vielen Rissen und viel, ja, viel Verarbeitung einfach. Kann man hier was richtig Tolles finden. Und die letzte Hose ist eine Capri-Hose, also verkürztes Teils hat er ja hier auch geschrieben. Fand ich sehr interessant. Hier kann auch dieser Stoff eine definierte Form halten. Ist nicht so fließend, sondern hat so ein bisschen Halt, hat so ein bisschen Steifigkeit und Deutlichkeit. Und auch diese Hose ist am Saum so ein Hauch enger zulaufend. Bei den Blusen hat er einige Beispiele genannt oder viele Informationen gegeben. Zum einen sollten die Blusen soft und drapiert sein, super passend am Kragen und am Ärmelsaum. Also besonders diese Stellen sollten sehr passend sein. Und es ist auch cool, wenn irgendwie Korsettelemente auftauchen, das passt sehr gut. Oder Spitze oder Rüschen, die aber deutlich ausgeformt sind. Keine fitzligen, leichten, fluffigen Rüschen, sondern schon so ein bisschen mit mehr Halt. Und außerdem hatte er auch geschrieben, dass windschnittige Blusen toll sind. Am besten dann aber kombiniert mit lebhaften Mustern, sodass sie nicht zu glatt und nicht zu ebenmäßig aussehen, sondern wirklich so ein bisschen, ja, was passiert. Das ist ja immer wichtig. Also seidige Blusen sind passend, feine, durchsichtige Baumwollblusen, alles, was so in die Richtung Schleierstoffe, Batiste, Taschentuchleinen geht, all das ist eine gute Idee. Also habe ich jetzt hier im ersten Beispiel für die Blusen eine Bluse rausgesucht, die soft und drapiert ist und kleine Rüschen am Halsausschnitt hat und auch am Ärmelsaum. Beides ist auch sehr angepasst, was ich sehr passend fand. Und auch die nächste Bluse, da war ich mir erst unsicher, ob ich sie reinnehmen sollte, aber letztendlich habe ich mich doch dafür entschieden, denn ich fand diese Trompetenärmel ziemlich cool, denn die Handknöchel sind trotzdem sichtbar. Das ist ja immer so ein bisschen wichtig, dass diese Stelle so ein bisschen schmal und enger gehalten ist. Hier ist sie einfach komplett sichtbar. Und auch der Halsausschnitt ist angepasst und wir haben auch viele gerundete Elemente, gerade so am Hals. Und da hatten wir ja bei den Attributen auch gesagt, dass gerundete Elemente sehr gut sind. Und die Schultern sind auch nicht zu oversized, deshalb sehr passend. Und die nächste Bluse wäre dann so eine eher Business-Variante. Die fand ich auch sehr interessant, weil auch hier haben wir einen angepassten Kragen, der aber sehr raffiniert aussieht, weil er so ein bisschen, ich weiß nicht, gelegt ist. Und gleichzeitig hatten wir auch die kleinen Falten, die nach unten hin verlaufen und dadurch auch so ein bisschen Platz für die Brust schaffen. Also die fand ich sehr interessant. Und auch die nächste Bluse, die fand ich auch sehr schön, denn wir haben hier gerundete, bauschige Formen. Hatten wir ja auch bei den Attributen gehabt, dass so bauschige, gerundete Formen wichtig sind. Die haben wir hier gerade am Ärmel auch sehr stark zu sehen. Und der Halsausschnitt ist auch wieder angepasst. Es taucht hier eine durchsichtige Baumwolle auf und auch so ein bisschen spitze. Also viel Verarbeitung drinne. Und die letzte Variante ist halt diese seidige Bluse mit kleinen Rüschen, die aber eine gewisse Deutlichkeit an sich haben. Die sind jetzt nicht sehr fluffig, sondern sie haben schon Halt und eine gewisse Deutlichkeit. Der Stoff an sich ist, dadurch, dass es Seide ist, ja auch eher leicht. Und wir haben auch die leichte Drapierung am Kragen, auch hier, um ein bisschen mehr Weite für die Brust zu schaffen. Und die Pullis sollten sehr gut angepasst sein, besonders an der Taille und am Ärmelsaum, hat er geschrieben. Wenn ein Kragen auftaucht, dann sollte dieser klein und klar sein. Und auch aufwendige Details sind sehr cool, zum Beispiel eine Paspelverarbeitung oder Applikationen, Steinchen, Perlen etc. Und wenn ein Strickmuster oder ein farbiges Muster auftaucht, dann am besten extrem lebhaft, zum Beispiel klein und wirbelartig oder klar und kurvig. Da habe ich nachher auch richtig tolle Beispiele.
Und was den Strick selber angeht, so wollen wir sowas Fluffiges oder, wie er geschrieben hatte, Hochflor, zum Beispiel Angora und sowas. Und wenn es ein schlanker Strick ist, dann am besten in Form eines Blousons, also eng am Kragen, am Saum, am Ärmelsaum und an den Schultern. Da überall sollte das unbedingt passen. Alles andere kann so ein bisschen weitergehalten sein. Was die Pullis angeht, so habe ich nicht sehr viele Blousonartige Pullis gefunden, aber trotzdem einige Varianten, die ich trotzdem passend fand, wie zum Beispiel hier im ersten Beispiel dieser leichte Pulli, der insgesamt angepasst ist. Man sieht auch an den Ärmelchen hat man so eine ganz, ganz leichte Raffung, die so ein bisschen Definition reinbringt. Und auch am Halsausschnitt haben wir diese kleinen Rüschen, die auch sehr passend sind. Und der nächste Pulli ist so diese Variante von diesem fluffigen Strick. Die hätte ich jetzt nach oben hin zugeknöpft, um ein bisschen mehr Deutlichkeit zu haben und das ein bisschen angepasster zu machen. Natürlich kann man es tragen, wie man möchte. Hier haben wir auch bauschige Ärmel, zum Ärmelsaum hin ein bisschen enger und auch schöne Details an der vorderen Mitte, also dieses Strickmuster, was klar erkennbar ist und so ein Ticken gerundeter ist. Und die dritte Variante ist ein wunderschöner Pulli, der eine unterbrochene Silhouette hat, dadurch, dass wir hier diese Streifen haben. Ist auch hier für diesen Typen eine sehr gute Idee und ein Rüschenelement noch mit dabei, was das Ganze noch softer erscheinen lässt. Und den letzten Pulli habe ich auch mit reingenommen, weil er sehr viele ähnliche Attribute hat. Wir haben hier ein klar erkennbares Strickmuster an der vorderen Mitte. Wir haben einen klaren Halsausschnitt und der Ärmelsaum ist auch so ein bisschen enger zulaufend. Und bei den Kleidern hat er auch sehr viele Infos dargelassen, viele Beispiele an unterschiedlichen Styles, die man sich so aussuchen kann. Aber grundsätzlich heißt es, dass Kleider eine Taillendefinition haben sollten und auch hier wieder einen klaren Halsausschnitt und einen klaren Ärmelsaum. Cool sind auch aufwendige, lebhafte Details, die auftauchen. Und auch Rüschen am Rock, aber nicht zu heftig. Und eine scharfe Schulterbetonung. Und dann hat er auch geschrieben, dass wenn Raffungen irgendwo auftauchen, diese auch sehr schön sind. Und auch durchscheinendes, also Stoffe, die so ein bisschen transparenter sind, gerade an Kleidern sehr schön. Und Röcke, die enger verlaufend oder ausgestellt sind. Also beide Varianten sind schön, ein bisschen schmaler, ein bisschen ausgestellter. Auch hier wieder nicht zu voluminös gedacht. Dann aber wiederum sehr bauschige Kleider, ist eine schöne Variante. Auch hier geht es wieder so ein bisschen Richtung Prinzessin. Das ist so, wir sind hier in unterschiedlichen Extremen unterwegs, also in unterschiedlichen Lagern. Und dann hat er auch geschrieben, dass ein asymmetrischer Saum interessant ist. Cocktailkleiderlängen, also nicht zu lange Styles, sondern wirklich so ein bisschen Knielänge, Cocktailkleiderlänge und auch Blouson-Styles mit einer Verjüngung nach unten. Also habe ich hier im ersten Beispiel ein Kleid rausgesucht mit einer Taillendefinition. Das hätten wir dann hier ja schon mal drinne. Und auch die etwas schärferen Schultern, dadurch, dass wir hier so ein bisschen Raffung haben an den Schultern. Insgesamt haben wir hier die Cocktailkleidlänge, also nicht zu lang. Und auch die Raffungen am Rock, beziehungsweise dieses Eingehalten, sodass das nach unten hin dann so ein bisschen ausgestellter aussieht. Und auch das nächste Kleid ist ein sehr passendes Kleid mit sehr vielen ähnlichen Attributen. Auch hier haben wir die Taillendefinition. Wir haben hier aber etwas längere Ärmel, die am Saum aber wieder ein bisschen enger zulaufend sind. Ein sehr lebhaftes Muster. Und insgesamt ist dieses Kleid hochgeschlossen, was ja immer eine gute Idee ist für dieses Thema. Und die nächste Variante sieht ganz anders aus vom Stil her. Trotzdem passen sehr viele Attribute dazu. Wir haben Rüschen am Rock weiter unten, hat er ja geschrieben. So, wenn Rüschen irgendwo auftauchen, dann ein bisschen weiter unten. Definierte Schultern durch diese Raffung, auch die Taillendefinition und insgesamt ist der Rock so ein bisschen ausgestellter. Und das nächste Kleid hat auch einen klaren Halsausschnitt. Es hat Puffärmelchen, es ist leicht ausgestellt, aber kurz gehalten und die Spitze bringt ein sehr schönes Detail mit. Und das nächste Kleid ist so ein klassisches Cocktailkleid, was man so zum Ausgehen verwenden würde, irgendwie zu besonderen Veranstaltungen oder so. Auch hier haben wir einen klaren Halsausschnitt und viele Details, also Steinchenapplikationen, so ein bisschen Glitzer und auch Raffungen quer in der Taille und zum Rock hin auch. Und ja, an sich ist das ein sehr leichter Stoff, also so ein bisschen Durchscheinendes ist auch mit dabei.
Und was die Stoffe angeht, hatte ich ja vorhin einige Andeutungen gemacht. So hatte er hier geschrieben, Stoffe sollten leicht und klar sein. Also crisp ist so das Wort, was er verwendet hatte, das Englische. Also leicht und klar. Sie sollten eine definierte Form halten können, aber noch weich genug sein, damit sie so ein bisschen Bewegung und Drapierung haben. Insgesamt ist ein mattes Finish sehr gut oder ein bisschen Schimmer, gerade so für den Tag. Und was so die Texturen angeht, so sollten diese leicht, also auf gar keinen Fall schwer oder üppig sein und einigermaßen klar sein. Also wir sehen schon hier, bewegen wir uns in sehr ähnlichen Gebieten. Und er hat auch geschrieben, drapierbare Stoffe wie zum Beispiel Jersey, Kaschmir, dünner, leichter Stoff, sowas alles ist passend, wenn das Kleidungsstück dann mit extra viel Schnitt verarbeitet wurde. Und wenn Strick auftaucht, so sollte dieser dann soft und fluffig sein, zum Beispiel Angora oder Mohair, doch eher flach gehalten, also nicht zu heftig. Da gibt es ja unterschiedliche. Es kann ja extrem fluffig sein, sehr, sehr haarig oder halt eher flach und so ein bisschen haarig. Und Metallisches sollte man dann nur abends verwenden. Das waren nun alle Schnitte, Linien, Silhouette, Beispiele für den Soft-Gemin-Typen. Es lässt sich aber auch noch viel, viel mehr dazu sagen. Also es gibt in dem Buch auch noch viele Beispiele für Accessoires, für Farben, für Muster und so weitere Sachen. Falls sie möchte, dass ich diese Reihe so ein bisschen ausdehne, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und auch falls ihr weitere Fragen habt und vielleicht irgendwie noch offene Fragen, dann schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare rein. Dann können wir uns da ein bisschen weiter austauschen. Und ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.